Hoi zusammen. Da sind wir wieder, hä? Hey, ich mache heute wieder mal mit euch den Worship. Mit den Kindern natürlich, aber er ist auch für die Erwachsenen. Und hier haben wir noch Salome, wo mir hilft da dabei. Hä? Und wir fangen als erstes an mit dem Lied «Wir wollen einander sagen». Wir wollen einander sagen, der Herr ist gut. Zusammen wollen wir ihn loben. Wir wollen einander sagen, der Herr ist gut. Zusammen wollen wir ihn loben. Zusammen wollen wir ihn loben und preisen. Halleluja. Halleluja. Wir wollen einander sagen, der Herr ist gross. Zusammen wollen wir ihn loben. Wir wollen einander sagen, der Herr ist gross. Zusammen wollen wir ihn loben. Zusammen wollen wir ihn loben und preisen. Halleluja. Zusammen wollen wir ihn loben und preisen. Halleluja. Wir wollen einander sagen, der Herr ist treu. Zusammen wollen wir ihn loben. Wir wollen einander sagen, der Herr ist treu. Zusammen wollen wir ihn loben. Zusammen wollen wir ihn loben und preisen. Halleluja. Zusammen wollen wir ihn loben und preisen. Halleluja. Wir wollen einander sagen, der Herr ist da. Zusammen wollen wir ihn loben. Wir wollen einander sagen, der Herr ist stark. Zusammen wollen wir ihn loben. Zusammen wollen wir ihn loben und preisen. Halleluja. Zusammen wollen wir ihn loben und preisen. Halleluja. Wir wollen einander sagen, der Herr kommt bald. Zusammen wollen wir ihn loben. Wir wollen einander sagen, der Herr kommt bald. Zusammen wollen wir ihn loben. Zusammen wollen wir ihn loben und preisen. Halleluja. 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 Yeah, und wir gehen zum nächsten Lied. Gott hat die ganze Welt. Und dort kennen ihr alle Bewegungen. He? Sagt euren Eltern, sie sollen mitmachen. Es gibt noch Überraschung. Gott hat die ganze Welt. In seinen Händen, Gott hat die ganze Welt. In seinen Händen, Gott hat die ganze Welt. In seinen Händen, er hat die ganze Welt in seinen Händen. Gott hat die Grossen und die Kleinen. In seinen Händen, Gott hat die Grossen und die Kleinen. In seinen Händen, Gott hat die Grossen und die Kleinen. In seinen Händen, er hat die ganze Welt in seinen Händen. Gott hat die ganze Welt
Y si nahan kotet di kon si bahau Y si nahan kotet di kon si bahau Y si nahan aret di kon si bau Y si nahan kotet o di und me Oh, hey, halt, halt, heute geht's gar nicht um mich. Was haben wir heute? Heute haben wir doch Muttertag. Gell? Heute haben wir Muttertag, darum könnt ihr dort singen. Gott hat auch dich und meine Mami. Und nachher zeigt ihr auf die Mami. Und vorher könnt ihr auf einen Papi, auf einen Bruder oder auf die Schwesterli zeigen. Also, kommt! Gott hat auch dich und meine Mami. In seinen Händen, Gott hat auch dich und meine Mami. In seinen Händen, Gott hat auch dich und meine Mami. In seinen Händen rett die ganze Welt in seinen Händen. Noch eins, Gott hat auch dich und meine Mami. In seinen Händen, Gott hat auch dich und meine Mami. In seinen Händen, Gott hat auch dich und meine Mami. In seinen Händen rett die ganze Welt in seinen Händen. Gott hat die ganze Welt. In seinen Händen, Gott hat die ganze Welt. In seinen Händen, Gott hat die ganze Welt. In seinen Händen rett die ganze Welt in seinen. Die ganze Welt in seinen. Die ganze Welt in seinen Händen. Yeah! Und jetzt kommt Salome und erzählt euch etwas Wunderbares. He? Tschüss zusammen! Also, und ein Hallo zusammen von meiner Seite. Genau. Hallo zusammen. Hey, heute starten wir mit unserem Experiment. Und dann kommt die Geschichte. Und das Experiment ist im Fall wirklich der absolute Oberwahnsinn. Es ist mega krass. Also darum, passe gut auf. Wichtig ist, dass Mami und Papi vielleicht mitschauen. Es ist sowieso mega cool, wenn heute Mami dabei ist. Wo es geht ja sehr viel um sie heute. Genau, darum, liebe Kinder, mach jetzt das Experiment bitte mit der Mami zusammen oder dem Papi. Also, ich habe hier vier Gläser mit Wasser drin. Oh, etwas habe ich vergessen. Ganz durcheinander. Natürlich tun wir wieder unser Haar verzuseln. Und das ist mega wichtig, dass ihr jetzt das macht. Ich weiß nicht, ob das Experiment sonst funktioniert. Genau. Und da kommt noch so ein Ostertüchli auf meinen Kopf. So, jetzt ist alles perfekt. Jawohl. Also, vier Gläser mit nur Wasser drin. Das Experiment ist ein Rätsel für euch. Und zwar müsst ihr herausfinden, welche Geschichte ich euch näher erzählen werde. Also, ihr könnt das ganze Experiment ein bisschen rätseln mit der ganzen Familie, weil es das für eine komische Geschichte ist. Okay. Zwar habe ich hier rot Kabis. Schon ein bisschen angeschnitten. Müsst ihr vielleicht zuerst kaufen, weiß es nicht. Genau. Dann schneidet man den rot Kabis. Und der ist dann so. Da ist dann so in Stückchen geschnitten. Vielleicht seht ihr es, genau. Super! Also, aber da wirklich mit Mami haben, mit dem scharfen Messer, das ist ganz wichtig. Dann nehmen wir Backpulver. Was ist jetzt das Komische? So. Man schüttet Backpulver in das eine Glas. Also das Erste lassen wir sein. Jupp, ui, das war gerade ein bisschen ganz viel. Und dann rühren wir das mal ein bisschen. Vielleicht ein bisschen weniger, wenn ihr es daheim nachher macht. Okay, gut. Super. Also, drücken wir da den Löffel noch ein bisschen ab. So. Hey, nein, ich muss da noch etwas draus nehmen. Das ist jetzt wirklich gerade etwas zu viel da. Ja, es geht. Also nicht so überschwänglich wie ich. He? Gut. Also, dann haben wir hier Essig.
Ich habe es jetzt halt in einem kleinen Gläschen mitgenommen, dass ich nicht die ganze Flasche mitnehmen muss. Aber daheim ihr könnt ihr, egal welches Essig, nehmt euch irgendeines. Ins dritte Glas. Dritte. Voilà. Und dann. Jetzt habe ich fast schon gesagt, Backpulver, Wäschpulver. Da habt ihr sicher auch irgendetwas daheim von diesem Wäschpulver, nicht wahr? Also. Da auch mit Mass. Ein bisschen Wäschpulver nehmen. Und ins vierte Glas rein. Ein bisschen rühren, genau, das ist immer gut, rühren. Das ist super. So. Gut. Dann haben wir ja da die geschnittenen Rotkabis. Jetzt tun wir ein Geschirr rein. Achtung, nicht in ein Plastikgeschirr. Ich habe meins kaputt gemacht. Also, ein bisschen aufpassen. Wir tun die in ein Geschirr rein, tun Wasser dazu. Ich habe es hier schon vorbereitet, dass ich nicht alles hier machen muss. Wasser dazu und dann könnt ihr eine Tasse nehmen und den Rotkabis ein bisschen verstampfen. Das Ziel ist, dass die Farbe des Rotkabis ins Wasser hineingeht. Es schmeckt wie Salat. Genau. Und Rotkabis, ich finde das mega faszinierend, weil das gibt dann meine Lieblingsfarbe, Violett. Also, jetzt. Nicht vergessen, ihr könnt immer noch rätseln, welche Geschichten sie dann erzählen. Um was geht es euch? Ich habe Rotkabis, ich habe ein Sibli, ich habe Wasser, Reinswasser, ich habe Wasser mit Backpulver drin, ich habe Wasser mit Essig drin und ich habe Wasser mit Wäschpulver drin. Okay. Lernen wir da mal ein bisschen rein. So. Wunderschön violett. Also ich finde es wunderschön. Okay. Jetzt ist die Frage, was passiert als nächstes? Wenn ich es hier drin tue, passiert etwas? Es rosarot. Jetzt habe ich wirklich ein bisschen zu viel drin da. Darum ist es gerade schwierig zu erkennen. Okay, jetzt frage ich euch mal daheim, was gibt das für eine Farbe? Pink! Bäm! Okay. Was gibt das für eine Farbe? Da haben wir zwei Spulver drin. Wohoho! Okay. Das ist ein mega krasses Grün. Also. Ey. Das hier ist nicht ganz gut, darum probiere ich es daheim aus. Schaue ich es nochmal an. Ich finde es mega faszinierend. Was ich aber wichtig finde, es sieht so fein aus, aber trinke ich es bitte nicht. Genau. Also ja, einfach so. So alle Mamis gehört haben und alle Kinder, genau. Ja, ich habe im Fall das Experiment durchgelesen. Ich habe geschaut, was für chemische Reaktionen da in passieren. Und ich muss euch ehrlich gesagt sagen, ich bin nicht daraus gekommen. Darum, ich habe einen Link für euch, den jetzt Jael gerade im Kommentarchat postet. Ihr könnt das ganze Experiment hier nachlesen. Ihr könnt alles nachlesen, wieso das so ist, wieso sich das alles so verändert, wieso die Hände coole Farben entstehen. Das kann man gut als Deko brauchen, zum Beispiel. Und Blümchen drin stellen oder so, weiss nicht. Aber geht nachschauen und nachher eventuell mal mit Mami nachmachen. Genau. Also, jetzt kann ich euch natürlich nicht fragen, welche Geschichte dass ihr jetzt erraten habt. Aber ich nehme jetzt an, ihr habt alle die richtige erraten. Aber ich erzähle euch jetzt die Geschichte. Und ja, mal schauen. Genau. Also, ihr könnt es schon reinschreiben in die Kommentare. Ich sehe, der Matt ist dabei. Genau. Losli ist dabei. Gautschi ist dabei. Das ist hämmerlich cool. Ich kann da manchmal ein bisschen lesen. Das ist Fakt. Der Link ist jetzt gerade gekommen. Hey, probiere ich es näher aus, nach der Geschichte. Oder nein, nach dem Livestream. Genau. Also. Jetzt könnt ihr Kinder noch die Bibel holen. Oder vielleicht hat die Mami gerade eine auf der Chance.
Gut. Schlägt mal der Johannes 2, 1 bis 4 auf. Das ist eher hinter der Bibel, gerade im Neuen Testament. Super. Vielleicht habt ihr sogar noch irgendeinen Stift dabei, gerade, den ihr anstreichen könnt. Die Mami von Jesus war eingeladen in einem riesen Hochzeitsfest. Hey, mit allem Drum und Dran. Kerzen, schöne Kleider, Musik, fröhliche Tänze. Aber vor allem hat es ein mega feines Essen gehabt. Und was nicht fehlen durfte, war der Wein. Jesus und seine Jünger haben auch eine coole Einladung bekommen und sind an das Fest gegangen. Weil Jesus, das weiss ich, feiert auch gerne. Genau. Also, yes. Und was auf gar keinen Fall fehlen oder was nicht passieren darf, ist, dass der Wein ausgeht. Das darf nicht sein. Okay. Jesus und seine Jünger sind also mit der Mami von Jesus, der Maria, an diesem Hochzeitsfest gsi. Sie haben gegessen, sie haben getrunken, sie haben getanzt. Und nachdem sie schon, sorry, ich muss manchmal drauf schauen, nachdem sie schon ein paar Tage getrunken und gegessen haben, ich nehme an, es ist länger gegangen, ist auf einmal der Wein leer gewesen. Hey, das ist ein No-Go, das geht im Fall gar nicht, wirklich, dass der Wein leer ist. Das geht nicht. Hey, die Mami von Jesus ist zu Jesus gegangen, hat vielleicht so im Ärmel gezupft, so, du, Jesus, Jesus. Der Wein ist ausgegangen. Jesus schaut seine Mami an. Ja, was hat das mit mir zu tun? Zieht da noch mein Professorentüchli ab. Was hat das mit mir zu tun? Meine Zeit ist noch nicht da. Die Maria, die Mami von Jesus, hat ihn auf ein Problem aufmerksam gemacht, das an diesem Fest war. Und sie hat gewusst, Jesus, der könnte das Problem lösen. Er könnte es. Aber sie hat ihn nicht gedrängelt, weil Maria hat Jesus vertraut, dass er weiss, wenn es Zeit ist. Aber sie hat alles vorbereitet, dass wenn Jesus auf einmal wirklich ein Wunder tut, dass alle parat sind. Darum ist sie zu den Dienern gegangen und gesagt, hey, Diener, wenn Jesus etwas zu euch sagt, macht genau das, was er sagt. Die Diener hat gedacht, ja, okay, gut, in dem Fall. Genau. Ein bisschen später geht Jesus zu den Dienern und sagt ihnen, hey, nehmt all die leeren Krüge und füllt sie mit Wasser. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht zum Tätschmeister, das ist der, der das ganze Fest organisiert. Dann geht zum Tätschmeister und dann schenkt ihr ihm ein Glas aus diesem Krug ein. Also ich kann mir vorstellen, dass die Diener denkt, hey, hallo, wir können doch nicht dem Tätschmeister Wasser in den Becher einfüllen. Das geht doch gar nicht. Aber sie hat sich daran erinnert, dass Maria gesagt hat, hey, mach ich das, was Jesus euch sagt. Also, sie haben die Krüge genommen, sind zum Wasser gelaufen, haben die aufgefüllt, sind zurückgegangen, haben aber schon vielleicht ein mulmiges Gefühl dabei gehabt, und ich hatte das gehabt, haben das Wasser in die Becher gefüllt und haben es dem Tätschmeister gebracht. Ich kann mir vorstellen, dass sie recht so hibbelig waren nebenan. So, was passiert denn jetzt, wenn er jetzt Wasser trinkt und wir sagen ihm, hey, wir haben den Wein gebracht. Okay, der Tätschmeister hat getrunken, stellt das Glas ab und sagt, der Wein ist noch viel besser als der vorher. Wow, hey, das ist wirklich ein Wunder, dass aus Wasser Wein wird und so einen guten. Krass. Also ich kann mir vorstellen, dass die Diener und echt mega baff waren, nehmen an, die anderen haben das auch nicht mitbekommen, weil es ja der beste Wein war. Hey, die Geschichte sagt mir, dass die Mami von Jesus hat gewusst, wenn das eine Zeit ist. Sie hat aber Jesus so vertraut, dass er es weiss. Sie hat ihn auf ein Problem aufmerksam gemacht, das in der Welt ist oder wo genau gerade an diesem Fest war. Sie hat ihn auf das Problem aufmerksam gemacht und hat ihm vertraut, dass er das Richtige macht.
Die Geschichte zeigt mir aber auch, dass Jesus seine Mami vertraut hat. Ich kann mir vorstellen, dass er nach Gott gefragt hat, hey, ist es jetzt eine Zeit, weil die Mami ihn auf das aufmerksam gemacht hat? Ja, und die Maria, die weiss, was das Beste ist. Also die Mami hat gewusst, was das Beste ist für Jesus, für ihren Sohn. Hey, und Gott hat Maria ganz speziell ausgelesen für die Mami sein von Jesus. Er hat gesagt, die Maria, die brauche ich als Mami von Jesus. Weil du bist die beste Mami für Jesus, die ich mir vorstellen kann. Und Gott, er sorgt sich auch um dich. Er will das Beste für dich. Und weil er das Beste will für dich, weil er dich haargenau kennt, er hat dich ja gemacht, darum kennt er dich auch so gut, hat er auch haargenau gewusst, welches Mami das du brauchst. Er hat genau das Mami ausgelesen für dich, was du jetzt hast. Weil deine Mami liebt dich, deine Mami kennt dich, deine Mami vertraut dir. Du kannst deine Mami vertrauen und deine Mami will das Beste für dich. Hey, darum wollen wir unserer Mami echt merci sagen. Ich kann mir vorstellen, dass dir heute schon eine Mami etwas, ja, ein Blümchen gebracht hat oder das Morgen gemacht, ich weiss es nicht. Genau, ich konnte heute nicht zu Mami kommen, weil ich hier stehe. Darum, merci vielmals, Mami, für alles, was du für mich machst. Es kann sein, dass du jetzt gerade zuschaust. Genau. Hey, und Gott sorgt sich um dich und er freut sich so fest, zu sehen, wie du und deine Mami zusammen durch den Alltag durchgehen. Und heute ist der Zeitpunkt, wo wir echt neu eine ganz spezielle Mami können merci sagen. Und der Ende kommt nochmal ins Bild rein und wird euch noch eine kleine Aufgabe geben für nächste Woche. Genau. Hey, ich bin mega gespannt, was ihr erlebt mit eurer Mami. Und freue mich, euch gleich wieder zu sehen. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und einen super Start in die Schule morgen. Tschüss zusammen. Hey Kids, jetzt gibt es eine schwierige, wirklich eine ganz, ganz schwierige Aufgabe für euch, die ihr noch heute müsst machen müsst. Aber ich weiss, ihr macht sie von Herzen. Weil es geht um euer Mami. Wenn heute euer Mami sagt, tut mir bitte helfen, dort, da, hier oder wo auch immer, dann helft einfach eine Mami. Tut ihm einfach helfen. Oder auch wenn der Papi kommt und sagt, hey, kommt helfen, die Nacht machen. Wir machen das für die Mami. Dann macht das. Dann geht einfach helfen und tut die Mami ganz fest knuddeln und drücken. Weil das dürft ihr ja, das ist für Familie. Und ihr werdet Freude haben. Und die Mami wird Freude haben. Also, hey, jetzt geht es dann schon bald weiter mit dem Livestream-Gottesdienst. Bleibt dran. Tschüss zusammen.